Ja, hallo, hier ist wieder Peter Spork. Ich beantworte eure Fragen. Heute wurde mir die Frage gestellt, was sind eigentlich Eulen und Lerchen? Diese Begriffe tauchen immer wieder in Fachliteratur, sogar zur Chronobiologie, zur Lehre von den inneren Uhren auf. In den Büchern, die ich schreibe, dazu tauchen sie auch immer auf. Hier ist nicht umsonst eine Eule obendrauf. Übrigens das Taschenbuch, weil dieses Buch gibt es seit einiger Zeit auch als Taschenbuch und es ist gerade die zweite Auflage davon rausgekommen. Die Lerche, die ist hier beim Taschenbuch nicht mehr, aber beim Hardcover ist die Lerche hinten drauf. Also was hat es eigentlich mit diesen Lerchen und Eulen auf sich? Das sind doch eigentlich Vögel. Warum sollen Menschen plötzlich sein wie Vögel? Das sind, wie ihr vielleicht wisst, sind Eulen immer nachtaktiv und Lerchen sind sehr früh wach und fangen sehr früh an zu zwitschern. Und so ist es ja bei den Menschen auch. Einige Menschen sind eher nachtaktiv und gehen sehr spät ins Bett und schlafen dann morgens, aber bis in die Puppen können problemlos bis 12, 1 Uhr schlafen. Und andere Menschen, die werden abends sehr früh müde und sind auch morgens, auch ohne Wecker, schon ganz früh wach, vielleicht um 6 Uhr morgens schon. Und das sind eben die sogenannten Lerchen. Also Chronobiologen sprechen auch von den Chronotypen, also den Typen, die eine bestimmte Chronobiologie, ein bestimmtes inneres Tempo ihrer inneren Rhythmen haben. Und wenn ich jetzt meine inneren Uhren, die ja von Genen gesteuert werden, wenn die ich da solche Genvarianten von meinen Eltern geerbt haben, dass meine inneren Uhren relativ schnell gehen, dann die Uhr wird sozusagen morgens immer neu auf losgestellt und dann ist sie abends aber, ist sie schneller, schaltet sie mich schneller in den Nachtmodus um und macht mich früher müde. Deshalb werde ich abends vielleicht auch schon um 10 Uhr oder 11 Uhr abends müde und gehe ins Bett. Und bin auch entsprechend am nächsten Morgen schon um 6 Uhr morgens vielleicht wach. Dann bin ich eher ein lerchenhafter Mensch. Wenn ich aber innere Uhren habe, die relativ langsam ticken, dann dauert es abends ganz lange. Dann kann ich noch um 11 Uhr anfangen zu arbeiten und kann bis 1, 2 Uhr nachts arbeiten, genieße die Ruhe und werde dann erst müde. Und gehe vielleicht erst um 3 oder 4 Uhr ins Bett und schlaf dann halt am nächsten Morgen natürlich ohne Wecker auch ganz entspannt bis 12 Uhr mittags. Dann bin ich eher ein eulenhafter Mensch. Nun sind die allermeisten von uns Menschen natürlich chronobiologisch gesehen Durchschnittstypen. Also wir sind die meisten von uns sind keine Eulen und keine Lerchen, sondern Durchschnitt. Aber auch der Durchschnitt in unserer Bevölkerung, der schläft ungefähr von 12:30 bis 8:30, wenn man ihn lässt. Und die extremen Lerchen, die schlafen vielleicht von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens oder von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens oder sogar noch früher, das teilweise, also ganz extreme von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und ganz extreme Eulen, die gehen um 4 Uhr erst ins Bett und schlafen dann bis 2 Uhr mittags. Und dass das in unserer Gesellschaft so extrem ist, dass es so extrem verschiedene Chronotypen gibt, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir tagsüber meistens in geschlossenen Räumen sind und nachts eigentlich und abends immer Kunstlicht haben. Solange wir wach sind heutzutage, es ist eigentlich immer hell, es ist aber nie sehr hell, es ist immer so dämmerig hell. Tagsüber ist es eigentlich zu dunkel, weil wir in den Räumen sind und nicht draußen am Tageslicht und abends und nachts ist es eigentlich zu hell, weil wir Kunstlicht haben. Und das führt dazu, dass die Unterschiede, die bei uns genetisch vorhanden sind, dass die immer extremer sich auswirken. Weil wenn wir mehr Licht am Tag hätten und weniger Licht nachts hätten, dann würden wir uns chronotypologisch gesehen immer ähnlicher werden. Und das passiert tatsächlich mit Menschen, die im Zelturlaub sind. Das ist relativ gut untersucht, haben Chronobiologen mit Studenten gemacht, haben Zelturlaub gemacht und die durften kein künstliches Licht mitnehmen, auch keine Smartphones benutzen. Und dann sind die alle ganz nah gerückt chronobiologisch. Die Lerchen, extremen Lerchen, sind sogar etwas später geworden, die Eulen sind früher geworden und der Unterschied zwischen beiden betrug plötzlich nicht mehr diese 6, 7, 8 Stunden, sondern nur noch 2 bis 2,5 Stunden. Ja, das ist eigentlich alles, was man so zu Eulen und Lerchen wissen muss. Danke.